Informationen, die uns über die Medien erreichen, entsprechen nicht zwangsläufig der tatsächlichen Wirklichkeit. Das Modell der drei Wirklichkeiten hilft uns, dies besser zu verstehen. Die erste Wirklichkeit im Modell ist die primäre Wirklichkeit, die der tatsächlichen Realität entspricht. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn man bei einer Kundgebung direkt vor Ort dabei ist und diese unmittelbar miterlebt. Wird über diese Kundgebung in den Medien berichtet, handelt es sich um die zweite, die mediale Wirklichkeit. Wichtig zu wissen ist, dass jede mediale Wirklichkeit immer nur ein Abbild der Realität ist und zum Beispiel Journalisten Dinge weglassen oder verzerren können. Schauen wir als Zuschauer nun diese Berichterstattung in den Medien an, erreichen wir die dritte der Wirklichkeiten, die wahrgenommene mediale Wirklichkeit. Je nach medialer Darstellung und persönlichen Hintergründen bildet sich unsere eigene Vorstellung von der Kundgebung und diese entspricht der tatsächlichen Wirklichkeit vielleicht nicht unbedingt. Aufgrund dieser Problematik, die das Modell der drei Wirklichkeiten aufzeigt, ist es besonders wichtig, Medienberichte kritisch zu hinterfragen und vielleicht auch noch andere Informationsquellen hinzuzuziehen.